take a trip to my house. Willkommen zur ersten Folge Minecraft Surf, oder wie das heißt, zusammen mit den Max. Jawohl, mit den Max, yeah. Beste. Und wir werden hier ein. Das Spiel von Surf ist eigentlich genauso wie bei meinem Projekt MCPVP. Bist jetzt ohne Rüstung reingesprungen? Nein! Hier hat man eigentlich noch eine Dia-Rüstung, wundert euch nicht. Ja, geiler ja. Start auf jeden Fall. Genauso wie bei den Projekt Light, was heute noch hochgeladen wird. Ihr seht rechts die Liste. Ich bin. Miniku hat mich überholt. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Gut, wenn ich ihn jetzt nicht überhole, dann schreie ich wirklich. Ich schreie. Ich kümmere mich um ihn. Da ist der Bastard, Alter. Also nicht wundern, ich werde auch ein bisschen das vielleicht eventuell das rumbrüllen und den Mikikuwe beleidigen, weil der mir übelst auf den Geist geht. Weißt du hier? Ah, jawoll, Bogenspinner. Boah, kaum wird aufgenommen, bin ich übelst schlecht in dem Game. Oder krieg ich den noch? Krieg ich den noch? Ist der schlechter als ich? Ja, er ist schlechter als ich. Und der Bastard, der Hurensohn hier ist auch noch schlechter als ich. Los, nein, der war besser als ich. BZW, der hat sich in den Kampf eingemischt und mich dann gekillt, als ich fast tot war. Ah, ich töte ihn mal, ne? Und gekillt. Ey, der wollte gerade noch Team machen, ne? Bevor der tot war, hat der noch schnell so Frieden gezeigt. Ja, es ist wirklich. Ja, man hat hier halt nochmal zur Erklärung, falls man Surf noch nicht kennt, man hat hier quasi drei Möglichkeiten. Man kann erstens Nahkampf spielen und halt mit der Rüssi. Oder man kann mit der Rüssi also Bogen machen, also einen auf Fernkampf machen. Oder man kann beides machen. Aber es gibt halt auch diese Art von Pussy-Taktik, muss ich ehrlich sagen, die ist wirklich pussyhaft. Man hat so Potions of Invisibility. Dann bist du halt unsichtbar, wenn du dann deine Rüstung ausziehst, sieht man dich nicht mehr, nur noch die Partikel, wenn du sprintest. Ja, und das ist dann halt, du kannst dich dann irgendwo auf den Berg campen und dann immer den Ah, da ist die Pussy, Angriff der Klonkrieger! Hab ich. Ich hab ihn ausgelöscht. Ich hasse auch irgendwie Bogenschützen, ne? Also. Ups, Entschuldigung. Ich bin zwar selber übelst der Bogenpro, also ich schätze mich sogar, muss ich ehrlich sagen, besser als ungespielt ein. Ja, ich habe übelst oft schon mit dem eine Runde gespielt, also ich war übelst ehrlich? Schon. Ich habe mich immer killen lassen. Von freiwillig? Jo, von ihm. Ganz ehrlich, ich hätte ihn eiskalt umgenietet. Ey, aber weißt du, was geil ist? Was? Mein Kumpel ist mit MC Expert richtig gut befreundet. Cool. Weißt du, wer mein Kumpel ist? Wer denn? Iggy. Ja. Ha? Wer ist dein Kumpel? Iggy. Wer ist Egi? Egi, kennst du nicht? Das ist so, du kennst doch MC Expert, ne? Ja, klar. Der macht doch immer so Hardcore-Games, ne? Ja. Dann nimmt der manchmal mit Stege auf, das ist irgendwie, also ich kenne die sich im Real Life, das weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, mit Stege bin ich gut befreundet und der ist mit MC Expert und ich finde MC Expert, der sieht voll lol aus. Der sieht eigentlich voll jung aus, aber hat voll die krasse Stimme, also er hat auch gesagt. Ja, ne, der hat eine richtig geile Sau Stimme. Sau viele schätzen ihn als voll Alteilen mit einem Bart und so, aber der hat nicht mal einen Bart. Also der ist unrasiert, der hat noch gar keinen Bart. Ich finde voll, MC Expert hat irgendwie die geilste Let's Player-Stimme, muss ich sagen. Naja. Sag jetzt nicht, Gronkh hat eine bessere, ich hasse Gronkh. Jetzt wirst du gehatet. Link in der Beschreibung, hatet ihn. Ich hab bald die 100 Kills. Ich bin hier gerade so eine halbe Stunde. Ich hasse Gronkh über alles, ich guck nur sein Saints Row Let's Play mit Sarah. Das ist wieder lustig. Warum hast du Gronkh? Ich bete dich, der ist doch mal ganz in Ordnung. Ja, der ist ganz in Ordnung, aber ich finde ihn in manchen Dingen meistens so arrogant, weil er so wenig mit, halt, weil er sich so abhebt, ne? Der macht sau wenig, der macht, hat noch nie was mit Peetsmeet gemacht, also außer doch, jetzt. Hat er auch. Ja, Last Man Standing, wow. Nein, er hat auch, die war nochmal in seinem Minecraft Let's Play dabei. Echt jetzt? Ja. Nee, das war bei Debitor. Nein, die waren wirklich. Das war bei Debitor LP. Da ich schwöre dir, ich schwöre auf meine Mutter, dass dort mal Pete von Pete Smith dabei war. Echt jetzt? Ja. Ja, okay, trotzdem ist es relativ wenig. Gut, Pete Smith ist eigentlich noch schlimmer, die machen ja gar nichts mit anderen. Oder nur extrem doch selten. Also was ich gesehen habe, dass die DayZ mit Moon Day 7 spielen, den ich auch ziemlich feier. So kenne ich und gucke ich nicht. Ja, ist halt, der macht halt DayZ. Also DayZ. Jo. Das ist halt Arma 2 oder Arma 3, nicht DLC, wollte ich Erweiterung.
Da bin ich gerade total schlecht, weil ich erzähle. Ja. Ich muss mich bei diesem Spiel immer übelst konzentrieren, wenn ich dann auf einmal anfange zu erzählen. Ich bin eigentlich da drin recht gut. Oh, ich bin... Alter. Der Hurensohn, der ein Hurensohn ist gegangen. Ah, da bist du. Der Miniku oder... Ja. GG, Alter. Der mag dich. Good game. Hat er, ja. Hast du es gesehen? Ja. Ich wurde von Waschbärfeuer 2. Oh, Alter, nicht so ohne Rüstung regen mich auf. Tobias THX. Tobias 1309. Halt jawohl, mit deinem halben Herz. Halt deinen Schnauze. Aber übrigens, mein Lieblings-Player sind, meine Lieblings-Player sind The Noddo und Broken Thumbs. Einmal. Ich kann dir mal kurz was über Broken Thumbs Intro erzählen. Also, wir haben so in Musik mit MacBooks gearbeitet, ne? Mhm. Und dort haben wir so GarageBand genutzt. Weißt du, was das ist? Nope. Das ist so ein Programm, mit dem man so Beats nehmen kann, ne? Dann sind wir so unter Orchester gegangen und dort haben wir die Intro-Musik von Broken Thumbs gefunden. Lol. Ich mag das. Weißt du auch, wie das Lied normalerweise heißt? Nee, das hieß dort irgendwie, Orgelsymphonie irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls sowas in der Art. Ah, du bist das! Junge, kill mich doch nicht, Mann! Du Wichser. Was, ich will doch nur eine Kiste und ich bin wieder tot. Oh, da springst du gerade. Pui! Luftattentat! Da läuft nur unsichtbarer! Meiner. Oh. Nein, doch deiner. So, jetzt kämpfen wir gegeneinander. Und du hast gewonnen. Ja, du warst bestimmt fast tot. Ich bin auch. Ich habe noch 3 Herzen. Hälfte. Och Mann, schreib mich nicht an, Mann. Gott, oh Himmel. Aber ich hatte ganzes Leben, ne? Also du bist. Du hättest mich jetzt gekillt, wenn du nicht halbes Leben hättest. Ich hatte ganzes Leben. Also, YOLO. Ich habe einen Unsichtbaren gesehen, ohne dass er gelaufen ist. Cool. Und noch einen Unsichtbaren. Wie viele Unsichtbare hier rum, aber die überleben so einen Schlag von mir, ne? Oh Gott, stress mich nicht, Creeper-Schlampe. Ich meinte Creeper-Blödian. Du Drecksack, hast mich schon wieder gekillt. Ich snipe dich jetzt, weil du auf, ne? Alter, ne? Luftattentat! Der trollt mich hier eine Runde. Lol. Ich hab dich mit Lol. Hä? Hab ich dir noch Damage gemacht? Oh Gott, Alter, du dreckiger Bogenpenner. Luftattentat! Alter, Junge. Kann ich nie treffen, ich hau dich immer und ich treff dich nicht. Hä? Ich hau dich die ganze Zeit und ich treff dich nicht, hältst du? Nope. Ich hau dich die ganze Zeit. Oh, da bist du! Oh. Faires Duell. Jawohl, ja! Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Ah, nur noch ein Punkt. Hey, du bist aber an mir gestorben, oder? Ich hab nie an Öani oder Oeni 100. Lol. Und du Dreckiger, wer killt mich denn? Alter, verpiss dich, Du! Ich hab dich getötet, ich hätte dich nicht getötet, wenn du nicht die Pussy-Bogen-Taktik gemacht hättest. Wenn du die nicht gemacht hättest, hätte ich dich in Ruhe gelassen. Aber du musstest die machen, also mit Dauer. Ich snipe dich jetzt wirklich, das ist jetzt mein Ernst. Ich hasse die Pussy-Taktik. Alter, Lade, snipe, ich hab jeden einmal gemacht. Snipe jeden so lange, bis der geht, ne? Wenn der die Pussy macht. Aha. Warte, lass mich doch wenigstens mal meinen 100. Kill machen. Ich hab eine Killstreak von 5 paar harte Kopf. Und jetzt noch eine Potion auf Zustand und wegrennen. Nein, hast du nicht. Hat mich hier gerade ein Unsichtbarer gehauen. Jawohl, ja, 100 Punkte. Bam. Alter, keiner kommt an uns ran, ne? Wir sind, ach übrigens, wir haben unser Team übrigens genannt, Team Quickie, ne? Weil wir so schnell sind und immer genau. So. Speedfreak Ralle. Und, ja, hier der Cheater Creeper, der sollte vielleicht mal Deutsch, besser gesagt, Englisch lernen und lernen, wie in Minecraft, Creeper geschrieben wird. Gut, ich glaube, ich werde gleich die Aufnahme beenden, weil, muss ja jetzt nicht so, das ist ja eigentlich bloß so. Hey? Tobi? Ja. Ich bin hinter dir. Warte, wir killen erstmal den. Ja, ich kill die anderen, ja. Ja gut, dann killen wir erstmal die. Ich bin tot. Nee, noch nicht. Ich nicht. Ich bin noch nicht tot. Ich hab ihn. Nein, ich bin jetzt auch tot. Gut, 104 Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Let's play Minecraft Surfer. Ciao.
Willst du nicht auch Tschüss sagen? Tschüssi! Gut, ade! My house, take a trip to my house.